Hallo? Hallo? Und willkommen. Was geht? Wir spielen jetzt Foundry. Und, ich check gerade noch alles ab. Aber ich habe gestern ein bisschen... Oh. So. Ich habe gestern noch ein bisschen die Forschung vorangetrieben. Und oh, ich habe zu viel verkauft. Ich habe ein bisschen viel geforscht. Also, beziehungsweise, ich habe nur den Mining Laser freigeschaltet und habe dann noch leider das hier noch bauen müssen. Das ging aber relativ schnell. Ich glaube, dafür habe ich 10 Minuten gebraucht oder so. Weil pünktlich zum Streamende ist alles stehen geblieben. Ja. So, und das habe ich gestern noch alles gemacht. Aber hiervon können wir jetzt noch ein paar bauen. Oh, fortgeschrittene Maschinenteile brauchen wir. Ja, und warum ich heute so spät bin? Arbeit. Die Arbeit hat reingehauen. Musste ich leider da bleiben. Bis zum bitteren Ende und dann die Störung beheben.
So. Nabend, willkommen, willkommen. Ich muss meine Treibstoffproduktion ein wenig nach oben treiben. Gestern Abend pünktlich zum Streamende ist alles zusammengebrochen. Und ich wollte noch ein bisschen Forschung und so weiter machen. Ja, leider schon. Oh. Ja, und jetzt habe ich die Forschung. Ich habe eine Sache geforscht, die wollte ich unbedingt haben. Und zwar kann ich jetzt einen Mining Laser herstellen. Den wollte ich noch herstellen. Weil mir dieser blöde Bohrer auf den Sack geht. Ach ja, und dann ist noch das Igniumerz alle gegangen. Und dann muss ich hier einen Turm bauen. Das ging zum Glück relativ schnell, weil ich noch so viele Sachen hatte, dass ich hier einfach eben fix zwei Türme bauen konnte. Dann habe ich hier einfach alles abgerissen und da hinten wieder aufgebaut. Also hier auf der Karte eine nervlich lange Strecke. Aber der Scanner, der läuft oder lief und hat einen ganz schönen Haufen aufgedeckt. Das hier finde ich cool. Das hier sieht auch interessant aus. Aber sonst ist hier noch nicht viel Schönes freigestellt, weil wir das Frachtschiff eigentlich als nächsten Schritt freischalten können. Ich wollte nur die Charakterherstelltempo erhöhen. Und dann würde ich die Firma Lidschmelze machen und die Frachtschiffe. Weil ich dann ein paar Sachen ausprobieren will damit. Ach ja, und Tipp, wenn du das GUI ausschalten möchtest, um Screenshots oder sowas zu machen, die Alt-Taste und U drücken. Dann öffnet sich das Kamera-Tools-Menü. Mit dem hier würde ich nicht rumspielen, dann muss ich immer das Spiel neu starten. Aber so funktioniert das eigentlich echt super, dass du dir Sachen angucken kannst. Ach ja, und was auch richtig nervig ist, das habe ich auch erst nach dem Streamende festgestellt. Du musst alle Forschungspakete in einem Dingsens hier haben. Wie heißt das? Ja. Sonst funktioniert die Forschung nicht. Pro-Tipp von mir. Bau höher. Ich habe hier trotzdem noch zu niedrig gebaut. Bau irgendwie so hoch, dass du zufrieden bist und in der nächsten Umgebung keinen Berg hast, aber so erstmal eine große Region hast, womit du riesen viel Platz hast, weil du dann einfacher von unten die Sachen versorgen kannst und das alles obendrauf sieht's gut aus, unten drunter sieht's aus wie Kack. Also das würde ich dann noch raten. Weil sonst passiert hier sowas. Ein bisschen Spaghettis. Hier sieht das hübsch aus, aber sobald es dann, ja. Man könnte natürlich es auch machen, dass du dir, eine Richtung aussuchst. Und in die Richtung baust du ein Bussystem. Heißt, jeden Rohstoff irgendwie immer mit einem Platz dazwischen frei. Ja. Genau das Problem hatte ich auch. So. Der Laser.
Oh, nice. Ja, der Laser ist nice. So, was habe ich denn noch gemacht? Sonst hatte ich eigentlich nichts mehr gemacht, außer noch ein paar Sachen am Funkturm freigeschaltet. Weil, ja, wie gesagt, das dauert halt immer einen Moment und da kann man ja die Wartezeit im Stream dadurch einfach verkürzen. Ach ja, und kennst du schon die V-Taste, also dein Tablet? Weil damit kannst du mit Shift-Rechtsklick kannst du Einstellungen übernehmen und dann einfach in die neuen Maschinen reinkopieren. Das heißt, du brauchst nicht in jede einzelne reingehen. Und mit, ich glaube, einfach nur Q kannst du Sachen einfach kopieren. Also, du kannst damit echt nice einfach eben fix, wenn du hier in dieser Struktur unterwegs bist und nicht alles unten in der Leiste drin hast, einfach eben Q drücken und dann hast du das direkt in der Hand. Das ist auch sehr nice. Ach, und mit L schaltet man Licht an und aus. Das hat auch viel länger gedauert, als ich zugeben möchte, bis ich das rausgefunden habe. So. Läuft der hier noch? Nee. Das Coole an dem Teil hier ist ja wirklich, dass der einfach eine komplette Karte hier freilegt. Und auch alle Ressourcen aufdeckt. So. So. Irgendwas gab es hier noch. Oh. So sieht die Station aktuell aus. Also, warst du gestern schon dabei, wo ich erklärt habe, was ich mit den Frachtschiffen vorhab? Und ich hoffe, es funktioniert. Also meine Hoffnung ist ja, dass du einen Sender hast und viele Empfänger eintragen kannst. Ah, okay. Also, dass ich nur eine, du kannst ja hier über die Forschung freischalten, eine Startrampe und eine Zielrampe. Und meine Hoffnung ist, dass du eine Startrampe hast und viele Zielrampen, wo der anliefern kann und du dann vielleicht Riesenfabriken bauen kannst, irgendwo da hinten und da wird nur Eisen produziert und du brauchst ja in fast jedem Rezept Eisen, dass du dann nach und nach überall Zielrampen aufbaust, wo das Eisen landet. Aber
Marona hat mir gestern hier noch viel krankere Sachen gezeigt. Den Fracking Tower. Damit kannst du Erzadern in unendliche Erzquellen umbauen. Das heißt, du kannst immer mehr Erzquellen anpumpen und deine Erzproduktion immer weiter erweitern und. Und dann wird es natürlich echt cool sein, wenn du einfach irgendwo eine Gigafabrik hast und halt nur eine Startrampe brauchst. Oder so. Also da mal gucken, was das Ganze so wird. So. Speichertank. Ein modulares Gebäude zur Lagerung großen Mengen von Flüssigkeiten und Gas. Oh, dann könnte man hier mit dem Fracking ja, mal kicken. Ja, also du kannst hier wahrscheinlich, wenn du willst, noch völlig durchdrehen. Oh, wir müssen Wartungsdrohnen herstellen. Unsere Forschungspunkte gehen zur Neige. Ach ja. So. Das hier könnte ich vielleicht interessieren, wenn ich den gestern noch nicht gepostet habe. Das ist ein Calculator, wie du Fabriken in Foundry bauen kannst und bilden kannst. Der ist noch nicht so ganz perfekt, aber funktioniert schon mal sehr gut für das, was man gerne machen möchte. Ja, ich auch. Also, hier hatte ich das am Anfang noch nicht, aber das hilft halt echt ungemein, um das Spiel auch ein bisschen besser kennenzulernen, finde ich. Und die Proportionen und so weiter kennenzulernen. Thank you.
Oh. So, ich gehe mal eben kurz auf Klo. Sorry dafür. Bis gleich. Frachtschiffe? Deine Bauplanbibliothek sprengt alle Erwartungen. Das ist genau die bahnbrechende Technologie, die wir brauchen, um riesige Mengen an Gütern an weit entfernte Orte zu transportieren. Ich bin beeindruckt, unsere Innovation nimmt Fahrt auf. Nabend. Sorry dafür. Ich bin straight up nach Hause und ja, hab den Stream angeschmissen. Dankeschön. So. Aber unsere Forschung ist fertig. Das ist schon mal nice. Stahlträger brauchen wir. Dankeschön. So, mal gucken, ob das funktioniert. Oh Gott.
Das Teil ist ja riesig. So, wie groß ist das Teil? 31 mal 31. Alter Schwede. Okay, viel Erfolg beim Einschläfern. So, jetzt müssen wir aber genügend haben.
So, dann platzieren wir das jetzt nochmal. Funktioniert das? Oh, das ist eine Abladestation. Okay. Eisen. Das ist wirklich entweder oder. Also es gibt nur Ziel und... Ja, das ist ja schade. Hmm.
Das ist blöd mit diesen Frachtmaschinen. Richtig. Dieser Mond wurde von der Foundry-Initiative nicht nur deswegen ausgewählt, weil er reich an Mineralien ist, sondern auch wegen einer flüssigen Ressource namens Olumit. Diese klebrige Flüssigkeit kann zu verschiedenen chemischen Produkten raffiniert werden, die wir benötigen. Wir sollten etwas davon finden und an die Oberfläche befördern. Da. Schließen wir ein paar Quests ab. Wir haben das Olumit. Jetzt können wir uns an die chemische Verarbeitung wagen. Damit fängt der Spaß erst richtig an. Lass uns damit beginnen. Übrigens, BB, gibt es Neuigkeiten von der Station? Nein. Ich weigere mich zu glauben, dass unsere Kapsel wegen einer Fehlfunktion gestartet ist. Wir sind keine Fehlfunktion. Einen Jetpack? Diese Idee könnte abheben. Hauptsache, wir bleiben nicht in der Luft hängen, wenn uns der Treibstoff ausgeht. Dieses Ding zu produzieren, war immer Teil deines Plans, oder? Hoffen wir nur, dass es uns wirklich abheben lässt. Wir haben immer noch keine Energiezellen?
das fehlende Glied, bevor wir bautechnisch relevante Gebäude errichten können, die Reparaturen an der Raumstation ermöglichen? Verstehe, das Ziel ist also klar. Wir müssen an Energiezellentechnologie gelangen. Wir haben es geschafft. Wir haben herausgefunden, wie man diese Energiezellen herstellt. Oh, ich kann es kaum erwarten, das Rätsel um das Missionskommando zu lösen. Großartig. C3BB hat uns gerade die notwendigen Baupläne für Bau- und Transportschiffe zur Verfügung gestellt. Damit können wir nicht nur die Raumstation reparieren, sondern auch riesige Gebäude errichten, die unsere derzeitigen Möglichkeiten übersteigen. Gute Arbeit, ich bin begeistert. Es ist an der Zeit, unsere Baubranche einzurichten. Das ist etwas komplizierter. Wirf lieber einen Blick in die Infodatenbank, um Details zu erfahren. Der erste Einsatz für unsere Bauindustrie wird ein riesiger Funkturm sein. Bisher hatte BB nur eine begrenzte Verbindung zum Sender, jetzt brauchen wir den vollen Zugang. Dieser Turm müsste die dafür notwendige Signalstärke liefern. Das ist es. Wenn wir die Firmalit-Stäbe einschmelzen, können wir sie in hochfunktionale Platten umwandeln. Firmalit gilt als galaktische Währung, weil es sowohl unglaublich fest als auch sehr leicht ist. Eine Eigenschaft, die sich perfekt für die Roboterproduktion eignet, in höchste Zeit Gewinn zu machen. Wir müssen ein Fließband einrichten, um die von unseren Kunden gewünschten Roboter in Serie produzieren zu können. Ja, dann ist das unser nächster Schritt, den wir machen. Gott, oh Gott, oh Gott. Also. Will ich rausfinden, was eine Telluxidader ist? Erdschürfer. Stahlträger und Brennstäbe. Alter Schwede. Das können wir ja schon alles. Optimiertes Xenopherit-Erz. So. Oh. Wir brauchen Eisen. Da hinten haben wir noch Eisen. Das nehmen wir uns direkt. Und mal eben den Kram hier ab. Thank you.
So. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal und gucken mal, wie das knallt. Also Freunde, wir haben einen ganzen Haufen Sprengstoff verteilt und ich bin gespannt. Das war irgendwie enttäuschend. Dann noch mehr. Wir müssen hier nämlich alles freiräumen. Das ganze grüne Zeug muss weg. Langsam wird's. So, und das Ganze machen wir eigentlich nur, damit wir hier ein bisschen mehr Technum bekommen. Und dann können wir da gleich unsere Flugplattform für verwenden. So. Ah, da haben wir es freigelegt. Okay. Also machen wir hier jetzt ordentlich schön Platz für. Dann können wir hier mit der Erzproduktion anfangen. Vielleicht müssen wir hier noch einen hin und hier noch einen hin. Hier. Ja, dann kommt da noch einen ran. So. Und damit haben wir es freigelegt. Und dann können wir hier den Abbau starten und den Abtransport machen wir dann irgendwie in die Richtung.
glaube, ich muss hier wirklich mit einem Bussystem anfangen. Nee, ich bin gerade echt am Überlegen die ganze Zeit. Fahrrad tue ich schon fahren. Wie ich das hier am besten hinkriege. War eine Idee war, dass wir hier runtergehen, runterbauen, in einer gewissen Höhe irgendwie. Und dann bauen wir hier Landeplattformen, wo dann zum Beispiel dann hier einfach das Eisen eingespeist wird. Und wir bauen hier eine riesengroße Fabrik, die nur fürs Schmelzen von Eisen zuständig ist. Und dass wir dann so gesehen eine Straße nach unten bauen für Eisen. Dann kommt eine Straße für irgendwas anderes und eine Straße für irgendwas anderes. Und. Oder man erweitert das Ganze und führt dann mehrere Straßen runter. Da bin ich mir aber noch sehr unsicher. Nee, mit ordentlich Power natürlich.
Wir müssen auf jeden Fall die Wartungsdrohnen stoppen, die fressen unser System leer. Ja, deswegen hatte ich ja jetzt schon da angefangen, da hinten zu bauen. Weil ich Angst hatte, dass ich dann plötzlich ohne Sachen dastehe. Oh.
Oh, ich habe noch 2000 im Währungslager. Kann ich da auch Technum reinschmeißen? Oh ja. Cool. Also müssen wir das. Können wir unsere Eisenproduktion darauf umsetzen? Ich hol mal eben kurz Batterien.
Au. Oh. Ich habe die ganze Zeit das Mikrofon aus. Hey, danke für die Info. ich bin Idiot. Ja, also, das Spiel ist nice, hat sehr was von Satisfactory, also so eine Mischung zwischen Satisfactory, Echo, Minecraft, Dyson Sphere, kann man auf jeden Fall sagen. Spaghetti und Wuselfaktor wie in Stardust Factory, würde ich sagen. Aber was halt mega cool ist, ist, dass du den Boden auch bearbeiten kannst. Also am Anfang hast du nur einen Bohrer, ich habe jetzt so einen Baulaser, aber du kannst halt mega geil hier alles abbauen. Das heißt, du kannst auch deine Fabriken so bauen, wie du möchtest. Grafisch hat das noch Bonbon-Effekte, aber da wurde schon gesagt, dass die das überarbeiten wollen. Du hast einen unglaublich großen Tech-Tree, den du erforschen kannst, was auch sehr cool ist. Okay, nice, dass du eingeschlafen bist. Was auch cool ist, du hast hier oben eine Raumstation, auch wie in Stardust Factory, aber du kannst dafür Sachen zurückbekommen und dann kommt so das Detail ins Spiel wie bei Dyson Sphere. Hier verkaufe ich jetzt Sachen und bekomme dann so Ingots, so für Malitstangen. Und du musst so Forschungspakete herstellen, damit du die Forschung hier vorantreiben kannst. Und dafür kriegst du dann neue Sachen dazu. Und das ist halt mega entspannt. Was halt für mich halt einen großen Wert hat, ist, dass du die Umgebung auch zerstören kannst, abbauen kannst. Und dann deine Fabriken so bauen kannst, wie du möchtest. Und die Umgebung ist wie heißt es gleich noch? Voxel generiert. Das heißt, die wird immer größer und größer. Also ich habe jetzt hier so Bereiche freigesetzt, die ich noch nicht entdeckt habe, aber ja, da kommt es halt immer mehr dazu. Naja, ich hatte das die ganze Zeit das Mikro aus. Also war das eher, der hat Musik gehört und sein Kind wahrscheinlich ins Schlafland befördert und hat sich selbst damit abgeschossen. Ja, und interessant ist es auf jeden Fall. Das muss ich sagen. Ich habe jetzt auch... Moment... 33 Stunden da drinne seit Release und das macht echt Laune. Das Einzige, was mich wundert, ist, wie das am Ende mit dem, was noch dazu kommt auf jeden Fall und wie der Wiederspielwert ist. Aber sonst sehr geiler Wuselfaktor. Du kannst echt viel bauen und gut bauen. Man versteht es auch, das Spiel auch relativ schnell. Das heißt, man ist nicht so gefangen. Ja, und was ich cool finde, ist, dass sich hier alles am Raster orientiert. Das heißt, du kannst nicht irgendwie schräg eine Maschine hinstellen und muss die irgendwie ausrichten, dass die dann genau richtig ist, sondern alles ist am an einem Raster, genau. Außer die Kabel hier, die sind nicht am Raster. So. Das auch, ja, aber mein dazu war wach geworden, bin ich eingeschlafen. Und der Bierkeks
Ja, du hast, glaube ich, auch ja bis tief in die Nacht gezockt. Das muss man vielleicht dazu sagen. Und ja, Multiplayer ist schon draußen. Ich zocke hier aktuell auf einen privaten Server bei mir zu Hause. Aus dem Grund, damit die Forschung halt schneller vorangeht. Und das hier ist alles auf Überlauf hergestellt. Das heißt, das läuft dann alles entspannt durch. Und das ist ein normaler Steam-Server, sage ich jetzt mal. Das heißt, der läuft über die Steam-Konsole, die auch über Linux läuft. Das heißt, du kannst dir einen Server aussuchen, wie du möchtest. Und ich habe noch nicht im Multiplayer richtig gespielt, aber... Also das hier sind jetzt gerade die Serverauslastung für... ein Spieler. Ich weiß nicht, wie hoch die gehen bei mehreren Spielern, aber das ist halt total entspannt. Ich glaube, da kommt ein Minecraft-Server so gerade hin in Vanilla. Wenn du den dann moddet hast, dann auf jeden Fall brauchst du definitiv mehr und der würde auch bedeutend mehr an Speicherplatz verbrauchen. Das heißt, der sollte auch relativ performant sein. Und bis jetzt muss ich dazu sagen, ich habe auch noch nicht viele große Bugs gehabt. Eher so, ich bin einmal durch die Welt gefallen. Das sehe ich jetzt nicht als schwerwiegend an. Ich hatte ein paar Serverprobleme, aber eher in die Richtung, dass die Tickrate nicht mehr übereinstimmt. Da kann ich jetzt nicht sagen, ob es am Server selbst liegt oder am Spiel. Aber sonst kannst du halt hinten und vorne nicht meckern. Das läuft bis dato echt problemlos. Updates installieren über den Server ist auch ein Kinderspiel. Ja, also ich kann mich aktuell nicht beschweren. Und halt, was ich cool finde, ich weiß nicht, wie genau man das da mit reinbringen kann, aber... Moment, so. Die Möglichkeiten, die das Spiel bietet, jetzt schon. Hallo, Jojo. Jojo, so. Nabend. Aktuell die Sachen, die man sich hier ausmalen kann, vor allem mit dem Voxel generieren und, die sind halt auch cool, weil du baust hier nach und nach deine Raumstation aus. Du kannst sie hier auch betrachten, was du schon gebaut hast und repariert hast. Und das bietet halt die Möglichkeit, neue Sachen einfach mit ins Spiel reinzubringen, ohne dass du hier einen großen an dem Planeten selbst irgendwie was machen müsstest, zum Beispiel. Oder ja, also das finde ich sehr interessant. Wir hatten gestern schon rumgesponnen, dass man dann wahrscheinlich, ne, man kennt ja Paradox, über die Raumstation zum Beispiel dann auf dem Planeten hier könnte, um da dann neu anzufangen mit anderen Mineralien und. Aber so kann man nicht meckern. Und man hat halt unendlich viel Platz für seine Maschinen. Wenn man denn auf eine gewisse Höhe gebaut hat und sagt, okay, hey komm, wir machen das jetzt einfach auf dieser Höhe, weil ich keine Lust habe, andauernd zu buddeln. Das hatten wir nicht bei anderen Fabriken jetzt schon und ich will das jetzt einfach ganz entspannt hier oben bauen und dann sagen können, hey, hier unten ist meine sind meine Fabrikwege, die ich dann auf unterschiedlichen Höhen bauen kann. Ich kann vom Eisen abgehen und dann einfach sagen, okay, ich starte hier unten, habe mehrere Ausgänge und feuer dann einfach dahin, wo ich es haben möchte. Und wie ich gerade sehe, ist mein Eisen leer gegangen.
Habe ich die hier schon umbenannt? Hey, Tech. Ich habe nämlich heute freigeschaltet, dass ich Flugzeuge habe. Da hinten fliegt es schon. Und das wirft dann hier anscheinend Pakete ab und die hole ich mir dann gleich zurück. Danke für den Follow, Jojo. Und willkommen bei Foundry. Genau, wir... Ich baue jetzt gerade die Eisenstation. Und hoffe, dass ich dadurch langsam hier vorankomme. Ich habe eine neue Schmelzeinheit bekommen. Und ja, da teste ich jetzt gerade mich durch. Wo waren das hier? Ah, Gott sei Dank. Voll überlesen. Weil sich die Schrift geändert hat. Ist ja bescheuert. Hier ist plötzlich blau. Also. Warum ich nicht mit Leuten zusammenspiele, ist, weil ich gerne Singleplayer spiele, sage ich jetzt mal. Und, ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Und deswegen spiele ich eigentlich hauptsächlich alleine. Kann ich verstehen, auf jeden Fall. Ich mag es hier gern einfach hier so zu bauen und mich nach und nach in meine Gedankenwelt, sage ich jetzt mal, abzudriften und einfach zu machen. Irgendwie komisch zu erklären, weiß ich nicht. Ja, das ist so der Hauptgrund. Oh, nee, das war nicht ein Stück darf. Schön, wünsche ich dir auch und dann dir auf jeden Fall einen schönen Abend und Nacht und dann bis die Tage.
Hi. So. So, dann wird jetzt hier gleich unsere Gigafactory fertiggestellt. Da freue ich mich schon drauf. Und zwar erstmal nur mit den schlechten, wie heißt das gleich noch, mit den schlechten Laufbändern, aber das können wir ja später noch ändern. Zum Glück ist der Austausch hier ja relativ einfach. So, damit könnten wir eigentlich jetzt starten. Das heißt, wir müssten noch zwei von denen hier bauen. Stahlträger, okay, das ist relativ easy.
So, das hier ist Output. Okay, den könnten wir. Eigentlich so setzen, dass der jetzt zweimal outputtet. Hier ist der Input. Oh ne, falsch. So. Hier haben wir ihn. So. Das ist der Output. Input. Ah, verdammt. Input. Hey ho und willkommen zurück. Du hast gesagt, du baust eine Mega-Dampfmaschine und willkommen. Ich habe meine Eisenproduktion umgestellt und ich habe Flugzeuge. Und die lassen wir jetzt laufen. Du bist genau oder ihr seid genau pünktlich gekommen eigentlich für den Start des Ganzen. Ich brauche hier jetzt nur noch mal kurz. Strom. So. Ja, das Problem hatte ich auch, deswegen gibt es da diesen einen Pfeiler hier, der das Igniumfeld hier ganz hinten bedient. Ja. So. Oh. Ich habe auch noch die falschen gebaut. Also, ich habe jetzt hier oben einen Fahrstuhl auf Höhe 160 gesetzt, damit ich genügend Höhe habe, um hierher zu kommen. Und hier oben sind Stufe 2 Zerkleinerer, die unser Technum-Erz, was jetzt hier gerade hochfährt, da kommt es gleich, verarbeiten wird zu dem normalen Erz, also den Schrott zum Erz, und dann haben wir hier die neuen Brennöfen, die das alles abfrühstücken. Und ich habe eine sehr, sehr gute Nachricht für dich. Ich hatte ja gestern erzählt, wie geil wäre das, wenn du eine Plattform hast, die von einer anderen Plattform angeflogen wird. Jetzt kommt's. Die haben es gelöst über eine Variable, die du hier über den Namen festlegst. Das heißt, die Landeplattform Technum kann x-mal existieren und die kann von x Flugzeugen angeflogen werden. Das heißt, wir könnten jetzt hier auf der Karte alle Technum-Standorte mit einem Flugzeug versehen und die würden dann alle ihr Erz hier abliefern. Was richtig nice ist. Oh yay. Geil. Und das hier habe ich jetzt auf Maximalausbau gebaut. Das heißt, wir kriegen 600
Technum-Rods pro Minute raus, also ein Stufe 3 Förderband. So, und jetzt ist die wichtigste aller Fragen. Oh Gott, ist das laut! Fliegen wir hier hin? Die wichtigste aller Fragen. Was ist unser Stromverbrauch? Frachtschiff Startraum. Hier. Unsere Fabrik zieht 3 Megawatt. Im noch nicht Vollausbau. Nice. Guck mal, ich habe das Raumschiff jetzt auch relativ geil schon weitergemacht. Ich habe abends dann noch mal ein paar Sachen gestartet. Und ich bin mit der Forschung habe ich angefangen. Nur das Problem war jetzt, dass uns die Ärzte ausgehen. Und ich hatte gestern auch ein Stromproblem. Das werden wir uns auch als nächstes direkt angucken. Und zwar war das Ignium alle. Und das wollte ich nicht mehr zur Verbrennung benutzen. Deswegen habe ich jetzt hier die Fuels in der Herstellung. Das waren aber auch zu wenige. Und dann habe ich hier nochmal welche rangebaut. Das betreibt jetzt unsere Gigafactory. Also, das lief auch ganz gut. Und ja, der Rest der Herstellung ist jetzt so ein bisschen eingeschlafen, weil uns die Technumstäbe gefehlt haben. Und hier unten dürften jetzt aktuell noch keine rauskommen, weil ich jetzt sicher gehen wollte, dass ich erstmal einen Vorrat an Technumstäbe habe. Und ich habe mir hier jetzt eine Doppelkiste hingestellt. Ja, das ist auf jeden Fall effizienter. Moment. Hier haben wir stehen. Und zwar steht da immer dabei, wie hoch der Brennstoffwert ist. Das heißt, das hat jetzt 15 Megajoule. Die Biomasse hat 5 Megajoule. Und die Ignum Brennstäbe haben 100. Und die kann man dann halt auch im Flüssigkeitsfertiger herstellen. Das wäre dann so den nächsten Punkt, den ich ansteuern möchte, dass man das darüber herstellt. Und ja. Und wir haben heute ein neues Erz noch entdeckt. Und zwar eine Erzader. Das fand ich viel interessanter. Telluxid-Erzader. Wird wahrscheinlich abgeleitet sein von Bauxit, also Aluminium. Mal gucken. Ja, aber so bin ich erstmal heilfroh, dass die Schiffsplattform genau so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Und ich mir da keinen Kopf mehr machen muss. Sondern wir jetzt einfach sagen können, okay, ich hole jetzt einfach Summe X an Flugzeugen ran und baue dann nach und nach diese Fabrik größer oder baue ein Fabrikdistrikt nur für Technumplatten, Fabrik dingsens nur für die Grundressourcen, dass ich dann nach und nach diese Grundressourcen hier als Flugzeuge habe, wo ich dann einfach die Maschinen drauf erweitern kann. Das heißt, aber das wäre ein bisschen geisteskrank. Das heißt, man baut hier zum Beispiel dann einfach irgendwie eine Startrampe hin oder lässt Platz, sodass man da, keine Ahnung, 9 Startrampen hinbauen kann und befüllt die dann alle. Mit Maschinen außenrum, die das dann herstellen, dass man dann so eine übelste Massenproduktion hat. So, und hier unten ist unser neues Technumfeld. Da wollte ich noch 2. Oh, ich habe keine Technumstäbe mehr.
Körner. Und was auch cool an den Teilen ist, ist die... Kannst du auch einstellen, wie oft die losfliegen sollen. Ich glaube, ich stelle den einen auf 50%. Das heißt, der andere Apparello müsste auch für 50% dann leer sein. Und das Coole ist, das stand auch in dem Text drin, der hier wartet jetzt hier so lange an dieser Plattform, bis unsere Zielrampe leer ist. Und dann wird er erst mit dem nächsten Flug beginnen. Wenn du jetzt aber mehrere Zielrampen hast und die unterschiedliche Start hier haben, von dem, wie voll sie sind, können sie dann nach und nach, fliegen sie dann nach und nach die Stationen ab. Ja, wow, die ist jetzt leer. Das heißt, man müsste hier eigentlich ein... noch einen Zwischenspeicher hinbauen. Damit das schneller entleert wird. Wird jetzt entleert. Jetzt ist die Frage, ob es mehr Sinn macht, hier oben ein Lager noch hinzubauen. Da unten, weil der Turm halt nicht so schnell kann. Der entlädt jetzt, weil er bei 50% ist. Also, das Spiel hat allein nur durch den heutigen Stream so viel mehr Reiz bekommen wegen den Flugzeugen. Das ist so geil. Danke, wünsche ich dir auch und dann bis morgen. Und danke fürs Dabeisein auf jeden Fall. Und eine gute Nacht hier auch natürlich. Also, ich merke mir, ich muss Zwischenlager bauen. Damit die Erze zwischengebunkert werden.
Ja. Also. So, was. Moment. Hier war's. Was brauchst du denn für die Brennschaft? Du brauchst Draht, das heißt Xenoplan. Und dann kann man doch hier einfach mal Brennstoffzellen. Ach, die sind noch nicht berechnet worden. Das ist echt schade. So, einige Sachen werden hier noch nicht in diesem Bilder richtig berechnet. Also du brauchst Stahl. Und du brauchst, was brauchst du denn für... Du brauchst einmal alle Erze und Olomit irgendwo. Irgendwo auf einem dichten Punkt, wo du dann einfach in der Mitte... Also man könnte fast sagen, man baut hierhin eine Brennstoffproduktion, also jetzt in meinem Fall, und schiebt dann alle Ressourcen hier in den Mittelpunkt. Und lässt das dann per Flugzeug einfliegen und dann kann man sich ja überlegen, ob man dann irgendwo anders vielleicht... sowas baut. Dankeschön. Dann gute Nacht dir. Danke fürs Dabeisein. Viel Spaß beim Schützenfest und nur klarer ist wahrer. Korn bringt uns nach vorn und triff ordentlich Scheiben, würde ich sagen. Und viel Spaß dir und bis Sonntag dann. Sonntag fange ich immer zu random Zeiten an. Genau. Gute Nacht. Ja, bei mir auch. Guck dir das hier an. Das wird erstmal wird Spaghetti gebaut und dann packen wir diesen Deckel da einfach flächendeckend drüber, sodass du ihn nicht mehr siehst und dann wird neu gebaut. Und dann wird, ich habe gesehen, du hast bei dir im Stream geschrieben, es wird der Parkplatz gebaut. Das tun wir hier auch. Wir nennen es nur Deckel, würde ich sagen. Und eine Idee, die ich noch hatte, war, genau, was man nicht sieht, das ist wie unter den Teppich kehren. Das hier ist unser schöner Teppich aus Stahl. ja. Also, was ich noch überlegt hatte, war, dass ich das Teil hier straight up hier oben drauf baue. Und das dann einfach, hier kommt Eisen hin, hier wird das direkt geschmolzen. Die andere Idee war, ich gucke nicht nach dem Output-Verhältnis, sondern nach dem Input-Verhältnis. Das heißt, ich baue hier, glaube ich, 20, 30? 30, also 900 Brennstäbe mit 20 Fabriken. Und hab dann ein Input, was ich dann hier als das Schiff dafür verwende oder so. Ja, das wäre dann sehr nice. So, ich wollte eben... 1, 2. Damit die Produktion schneller läuft. Also.
Der ist aber nur 4 lang, ne? Ja. Das heißt, den können wir löschen. Setzen dann hier alles auf Inputs. Dann sollte das Schiff zumindest schneller entleert werden. Da warte ich ja auf diesen Logistikcontainer, der sieht aus wie ein 4x4. Da freue ich mich ja schon drauf. Hallo Zeldron, guten Abend. Ja. Ich würde sagen, das ballert dann wenigstens ordentlich. Und du kriegst ja, hast du mal gesehen, was du hier für das Pulver brauchst? Du kriegst 5 Ignium-Pulver aus 1 Ignium-Schotter. Das heißt, 4. Du kriegst so gesehen ein extra. Genau. Aber du hast ja noch den Flüssigtreibstoff. Das Gute an dem ist natürlich, der lässt sich bis ins Unendliche produzieren. Hast du den Forschungsbaum fast durch? Also hier fehlen noch 2 Sachen. 3 Sachen. 4. Ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Hier fehlt noch ein bisschen was. Hier, aber wir sind jetzt hier kurz vor Forschungspaket. 5. Also es fehlen noch das alles hier. Das geht. Das kommt. Ah, dafür brauchst du Forschungspaket 5. Aber Fracking macht dann unendlich. Das wird dann spannend, wie man das aufbauen kann. Aber ich glaube, das hier ist ein. Hochöfen sind modulare Geschichten. Und das hier ist auch modular. Das heißt, es muss erst gebaut werden. Also, was ich dir bei solchen Sachen immer sehr gerne ans Herz lege, was du ja auch schon fantastisch machst, guck dir das Spiel bei Leuten an, die das gerade aktiv am Zocken sind, und bild dir deine eigene Meinung. Weil das ist immer sehr schwer festzustellen, ob man das Spiel mag oder nicht. Und es wäre so gesehen sehr schade, wenn du wenn das Spiel dann doch am Ende irgendwie nichts für dich ist. Deswegen fleißig den Stream schauen. Oder auch besonders, was ich auch noch empfehlen kann, ist, guck dir auch andere Leute noch an, wie die das Spiel spielen. Zum Beispiel Manny Marona, auch noch eine andere Meinung dazu zu bekommen, ne? Und das hilft ungemein.
Und sonst hatte ich ja schon erzählt, ich kann das Spiel empfehlen, wenn man auf sowas steht. Wenn man es mag, Fabriken und so weiter zu bauen, sich da ein bisschen einzutüfteln und nachzugucken. Und was ich halt mag, ist dann auch mit sowas hier zu arbeiten, um dann rauszufinden, wie effizient kriege ich das hin. Und wenn du den Aspekt magst, dass, wie sagt man das gut, dass Leute völlig durchdrehen bei solchen Spielen, ich würde empfehlen, guck dir die YouTuber I am Kibitz an und I am Kibitz einfach nur aus dem technischen Aspekt und Let's Game It aus, wenn du den Wahnsinn sehen willst. Also da warte ich noch, oder ich erwarte es eigentlich nur noch, dass der auch noch ein Video raushaut zu Foundry. Weil das kann urgestört werden. Weil ich glaube, der Typ ist wahnsinnig. Und zu unendlichem Erz, da freue ich mich auch schon drauf. Da bin ich gespannt, weil ich mir den Text noch nicht durchgelesen habe. Fracking Turm. Erzadern können dank Fracking in endlose Erzquellen umgewandelt werden. So. Ich habe hier den unterirdischen Abbau. Fortschrittliche Bergbauausrüstung für den Einsatz an Erzadern. Immer den Punkt Erzadern nicht vergessen. Hier steht immer nur Technum-Erz, Ignium-Erz, Xenopherit-Erz. Ich habe den Scan schon und jetzt kommt diese Enttäuschung, wo ich mir halt überhaupt nicht sicher bin, ob das überhaupt mit dem Fracking richtig funktioniert. Hier gibt es eine Telluxid-Erzader mit Bohrpunkten. Und da bin ich mir jetzt halt nicht sicher, ob man da jetzt ein bisschen zu viel in das Fracking rein interpretiert hat und es am Ende darauf hinausläuft, dass du die Sachen auf jeden Fall so abbauen kannst und das Technum wieder mit Bohrern abbauen muss. Das nächste ist, ich weiß jetzt nicht, ob ob dieses Telluxid-Erz umgangssprachlich eigentlich irgendwas anderes ist. Genau, also ich habe noch für Gott den. Ich kann noch den hier machen. Für X, F, T, E, I, G und M, G, A dann. Oh. Ich sollte den. Es ist spät. Die Arbeit war lang. Dadurch schalten wir natürlich auch die Adern für die Erzadern frei. Ja, also, kennt ihr das? Ihr hattet einen langen Tag, Stress auf der Arbeit und überlegt und merkt später am Abend, dass ihr echt nur noch, Regen im Hirn habt. Da ist nichts mehr so ganz richtig. Ja, danke. Ich wäre jetzt sehr frustriert in den Feierabend gegangen. Das ist so ein. Oh. Ja, und Celdron, Glückwunsch dazu. Ich hoffe, du bereust es nicht.
weil mir macht das Spiel wirklich sehr viel Spaß. Der Anfang ist wie bei allen diesen Spielen sehr... ist ein bisschen anstrengend. Was ich aber noch als Tipp nebenher geben kann, ist... Nutze am Anfang sehr früh diese... wie heißen sie gleich noch? Diese Bandausgleicher. Aus folgendem Grund. Wenn du zum Beispiel einen Export von Xenoplatten hast, kannst du dann einstellen, dass als erstes nur dein Lager befüllt werden soll. Und du kannst hier im Lager zum Beispiel einstellen, in deinem privaten Lager an der Maschine, dass nur zum Beispiel 4 Felder befüllt werden dürfen. Dann hast du immer noch was als Backup-Material und musst nicht drauf warten, dass nach und nach noch was hergestellt wird. Das kann ich dir am Anfang sehr raten, weil ich habe das nicht gemacht. Das ist dann zwischenzeitlich echt nervig. Das würde ich jetzt nach und nach nachholen. Ich habe das hier mit der Fabrik zum Beispiel so gelöst, dass als erstes der Container hier befüllt wird mit Technumstangen und dann geht das erst weiter in die Weltgeschichte. Das heißt, ich habe hier später dann immer noch Technumstangen im Zugriff, auch wenn meine Erzproduktion gerade nicht läuft. Ja, und dazu kommt... Oh Gott. Fang frühzeitig an, relativ weit oben zu bauen. Am Anfang hast du zwar noch kein Jetpack, aber ich würde damit anfangen, sobald du einen Fahrstuhl hast. Weil den kannst du sehr entspannt auf eine Höhe einstellen. Und dann einfach runterfahren lassen. Weil du dann hier unten die Verkabelung machen kannst, heißt mit den Förderbändern. Und oben drauf kannst du hübsch bauen. Das ist auch sehr entspannt. Und dann brauchst du nicht im Boden bauen, nur damit du irgendwie da eine Spur langlegen kannst oder sowas. Ja, und sonst viel Spaß beim Durchdrehen, weil es macht sehr viel Spaß. Du kannst dich wirklich austoben, wie du möchtest. Und wie gesagt, der nice Faktor für mich ist, dass du auch unten den Boden halt so bearbeiten kannst, wie du möchtest. Auch wenn man irgendwann anfängt, relativ weit oben zu bauen. Aber das macht wirklich Spaß. Und du hast halt eine Karte, die ist sehr groß. Was ist noch eine Empfehlung? Ja, mehr Empfehlungen gibt es eigentlich aktuell nicht. Du kannst übrigens deine Landekapsel kannst du übrigens abbauen und auch diese Quest-Interaktion mit dem Viech, das kannst du auch abbauen. Und hier kannst du deinen Charakter anpassen. Kannst du dann schwarz machen. Den Bohrer kannst du noch anpassen und ja. Ja. Aber anscheinend kannst du... Anscheinend kannst du auch wirklich nur den Bohrer anpassen, ja. Ja. Ja, dann hast du das Glück, dass du nicht die Problematik hast, die ich aktuell zu diesem Zeitpunkt habe. Ich würde sehr gern weiterspielen, aber... Ich bin ein verantwortlicher Erwachsener und ich darf nicht weiterspielen, weil ich morgen früh um 6 aufstehen muss und zur Arbeit muss. Weil ich sonst von meinen Mitarbeitern
geschlagen werde. ja. Ja, zum Glück ist das nicht so schlimm, aber aktuell sind bei mir zwei Leute im Urlaub, weil die die Feiertage mitgenommen haben. Deswegen habe ich Ostern mitgenommen. Da konnte ich dann, was habe ich in Ostern durchgespielt? Ich glaube Dragon's Dogma 2 habe ich mit 80 Stunden durchgespielt. Ich habe Manor Lords jetzt für 20 Stunden gespielt und Techtronica auch. Techtronica. Ja. also. Und dann beim Techtronica-Spielen hat mich Marona da auf dieses Spiel hier losgelassen und ist jetzt verantwortlich für, ich glaube, mittlerweile 40 Stunden. Seit Freitag? Ja. Nee, aber echt herzlichen Dank. Das hier erfüllt genau das, was mir bei Techtonica und Satisfactory gefehlt hat. Deswegen herzlichen Dank dafür. Und da kommt ja noch ein Haufen Updates, worauf ich mich schon richtig freue. Ich wollte mir heute Abend nochmal die Roadmap durchgucken. Aber in dem Sinne würde ich jetzt Feierabend machen. Wie gesagt, morgen früh um 6 Uhr ist wieder Aufstehen angesagt und Arbeit, Arbeit. Das weiß ich nicht. Das wollte ich. Wirklich, zu dem Spiel weiß ich folgende Punkte. Du hast es mir vorgeschlagen und ich habe mir die Steam-Seite angeguckt und das ist. Und ich habe den Calculator rausgesucht. Okay, sorry. Aber sonst weiß ich zu diesem Spiel überhaupt nichts. Ich habe mir nichts dazu angeguckt. Das ist hier komplett blind gerade. Und ich wollte jetzt einfach mal gucken, ob die Entwickler irgendwas geschrieben haben. Ob die irgendwie eine Roadmap rausgehauen haben. Oder. Also das wollte ich mir jetzt gleich einmal angucken. Ja, und dann geht's dann morgen weiter. Morgen muss ich mal gucken. Ich muss vorher noch mit einer Freundin absprechen, wann die mich abholt am Donnerstag. Und da kann ich dann entscheiden, wie lange ich morgen mache. Wenn da irgendwie so eine random Zeit kommt, wie wir fahren um 13 Uhr los, dann mache ich Open End. Weil Donnerstag ist Feiertag. Dann können die Süchte hier im Gaming-Bereich wieder voll befriedigt werden. Ja, genau. Also das steht dann jetzt für heute an. Und hier ist jetzt endlich alles voll. So. Naja, also. Ich würde jetzt Feierabend machen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Einen schönen Abend noch, kommt gut ins Bett und viel Spaß morgen beim Zocken. Ich bin wieder so ab 18 Uhr online und gehabt euch wohl. Danke fürs Dabeisein und ja, dann eskalieren wir morgen alle zusammen in diesem Spiel und gucken mal, was auf uns zukommt und was wir hier so alles umsetzen können. Aber so erstmal eine gute Nacht, schönen Abend euch und dann bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.